Herzlich willkommen zum nächsten Video von Home Adventure. Ja, diesmal geht's weiter durch den Oman. Wir sehen ein paar Kultursachen und dann geht's ab in den Jebel Shams. Das ist dann der erste Teil. Extreme, steile Bergpisten und da seht ihr, was wir erlebt haben. Okay, dann geht's ab. Heute mal kleine Sightseeing-Tour in Maskat. Das ist die Rahman-Moschee. Großer Bereich für die Herren, wurde mir gesagt. Und daneben die kleine Moschee, diese flachen Gebäude sind für die Damen. Das ist mal eine Riesenmoschee hier. Hinter mir tobt der Verkehr, aber diese Moschee ist eine Pracht. Sie ist die große Sultan Qaboos Moschee zu Ehren des Sultans, den sie hier so verehren, Sultan Qaboos. In der Moschee erwartet einen viel Marmorpracht. Tja, das ist wieder tausend und eine Nachtgefühl hier. Diese Sultan Qaboos Moschee ist ja ein neues Gebäude, aber sie raubt einem irgendwie trotzdem den Atem. So prächtig ist das hier gemacht. Tja, wie bin ich hier reingekommen? Ich habe natürlich Kopftuch auf und lange Kleidung. Und am Eingang hat er mich noch gefragt, ob ich denn Muslim sei. Und dann habe ich ihm geantwortet, I believe. Und dann war er zufrieden. Und da drüben gehe ich natürlich nicht rein, da ist nämlich der Zentralgebetsraum. Und diese Pracht, die muss natürlich immer gepflegt werden. Und dieser spiegelglatte Marmorboden wird hier poliert. Auch wenn diese Moschee ganz neu ist, aber sie steckt über und über voller Handwerkskunst. Es ist wirklich ein Genuss, so anzusehen. Und ganz edel werden hier die Füße natürlich vor dem Gebet gewaschen. Hier plätschert das Wasser und draußen tobt der Straßenverkehr. Also es ist hier schon wie ein Ort der Ruhe und Entspannung, auch für Nicht-Muslime, sehr schön. Ja, in so einer Moschee ist der ganze Herrschertrupp hier beschäftigt, die Moschee immer zu sanieren und sauber zu halten. Und weil die Moscheen hier so prächtig sind, schaue ich mir auch noch diese wunderbar weiße Mohammed Al-Amin Moschee an. Öffnungszeit von 8 Uhr bis 11 Uhr zum Besuchen, ansonsten halt natürlich für die Muslims zum Beten. Jetzt ist es nicht mehr die Uhrzeit, aber von außen ist sie natürlich auch prächtig. Im Oman gibt es ja auch ganz viele Inder und Bangladeschi. Und jetzt gibt es hier auch einen indischen Tempel, Krishna-Tempel. Und da näher ich mich mal voller Ehrfurcht. Das ist der Sri Krishna Tempel und natürlich auch da muss man die Schuhe ausziehen, wenn man hineingehen möchte und beten. Aber ich gehe einfach nur mal vorbei und störe hier niemanden. Wir sind jetzt von Birkart in die Berge hoch und nach Birkart al-Mus und da gibt es eine Lehmaltstadt und da gehen wir jetzt rein. Ja, Wahnsinn! Unglaublich, in dieser Altstadt treffen wir unsere alten Freunde von Spanien. Ciao, Carly. Buenos dias. Hola. Buen español. Guten Morgen. Ja, manchmal spielt das Leben die lustigsten Geschichten, denn hier plötzlich stehen wir da mit Carlos und Maggie zusammen, die hier auch gerade diesen alten Teil anschauen. Ja, man muss da ein bisschen den Weg durch diese alten Häuser suchen. Ja, krass, alles fällt zusammen. Weiter oben finde ich es geil. Oh, ist das süß. Schau mal, hier müssen alle Aussicht genießen. Putzig. Unglaubliches Labyrinth. Bei uns wäre das längst abgesperrt, wegen Einsturzgefahr.
Also der René geht immer selber hier in die Küche, lässt sich alles erzählen und bestimmt hier, was sie, wie groß die Karaks sein müssen. So, heute mal Straßenfrühstück hier mit Omanis, die ständig unseren Hund filmen. How are you? Ja. Very nice. In diesem alten verlassenen Stadtteil leben tatsächlich auch noch Menschen und die haben dann auch hier ihr Stromkabel gespannt. So, hier baden die Kids im Kanal. Jetzt fahren wir durch das Tor von Nizwa. Nizcafé. In Nizwa gibt es auch Kaffeekunst. Hier vor dem Fort in Nizwa sieht man den omanischen Krummsäbel als Denkmal. Den tragen sie als Art auch Rangesordnung, jeweils mit den verschiedenen Merkmalen mit. Und das Nizwa-Fort hat wirklich mächtige Mauern. Im Garten des Forts sieht man auch eine alte Konstruktion eines Wasserbrunnens. So sieht das aus. Da wurde Wasser geschöpft. Ja, und so essen die Somanis, wenn es draußen mal nicht so heiß ist. Datteln werden auf Matten aus den Stangen von Palmwedeln getrocknet. Welche ausgeklügeltes Verteidigungssystem dieses Fort hat mit verschiedenen Hindernissen und Wellen, die zu überwinden sind oder Fallen an dem, für die Feinde. Ist praktisch nahezu uneinnehmbar. Also die Räumlichkeiten hier sind schon echt bezaubernd und geben so Gefühl auch, wie man hier dann auch studiert hat oder gelebt hat. Baderaum und hier kann man auch Feuer machen für heißes Wasser. Alles vorhanden. Das hier sind Küchen- und Lagerräume und wir haben erfahren, die Küche ist deshalb im obersten Stockwerk, falls es mal brennt, damit es nach oben hin keine Zerstörung gibt, wäre sie weiter unten, würden natürlich die anderen Räume mitbrennen. Ist natürlich sinnvoll, ja. Und hier ist das Schlafzimmer des Imam. Und er hat auch hier Fluchttüren, die durch ein ganz kompliziertes System nach außen gelangen. Da kann er durch zum Einkaufen, aber natürlich auch im Notfall die Studenten und Familie hier retten. Spannend. Die Wassersysteme damals in den Bädern sind echt interessant. So sieht ein omanischer Meetingroom aus. Da haben jede Menge Menschen Platz, die sich mit dem Imam hier treffen konnten und besprechen. Jetzt geht es die Treppen hoch mal in das Vor, das Runde. Das sind Gefängnisse. In die Gefängnisse kam man nur runter mit Seil, gab keine Treppe. Echt brutal. Sieht der Innenhof aus, dieses uneinnehmbaren Forts. Ja, und es wird Abend über Nizwa. Die Sonne geht unter. Und wer Nizwa besuchen will, der kann natürlich auch sich hier ein schönes Fahrrad ausleihen. So, jetzt bin ich mal im Souk. In dieser Stadt. So, der René hat sich jetzt voll integriert hier. Ich bin jetzt offiziell karaksüchtig und ein Omani. Und offiziell ein Omani. Der romanische René mit der intellektuellen Brille isst gerade sein Schweizer Essen.
Wir sind hier im Tanuf Valley und wir kriegen Besuch von exzellenten Klettern. Enchinai! Enchinai! Ja, die sind echt exzellent im Klettern. So, komm Enchi! Da kommen nämlich noch mehr. Jens hat selber Angst vor so vielen Tieren. Ja, da hat es Höhlen und ja, wunderbar. Die sind so süß. So, wir sind wieder raus aus diesem Valley und jetzt geht's in die Al-Huta-Höhle. Und vorbei an diesen ja, historischen, alten, zerfallenen Häusern. Dave geht es eigentlich mit so einem Bähnlein, aber das Ding funktioniert nicht und deswegen muss man jetzt hier entlang der Schienen laufen. Der Eingang erinnert eher erstmal an einen Fahrzeugtunnel hier. Da hat es auch Wasser bis zu 20 Grad, hieß es. 800 Meter dieser 4 Kilometer langen Höhle kann man hier besichtigen. Ja, und die Decke hier ist schon gigantisch, weil das ist wie ein riesiger glatter Stein, der hier über uns schwebt. In der Decke eine Riesenspalte mit ganz spezieller Form und Struktur. Spannend. Dann öffnet sich der Blick in eine Halle. Da leben auch Fledermäuse, ganz kleine. Wer gute Augen hat, kann sie da erkennen in der Mitte. Jetzt sind wir in einer Halle mit 150 Metern Ausmesser. Es sieht riesig aus hier. Und hinten der Punkt ist 58 Meter über Meeresspiegel. Und in dieser schönen Höhle leben natürlich auch neben Fledermäusen noch Spinnen und Blindfische. Gewaltige Felsplatten hat es hier, die da über einem schweben. Schon beeindruckend. Hier können wir jetzt bei 20 Grad baden. Und da oben hat es diese riesigen Kalkstein-Wasserfallkaskaden. Wieder eine riesige Felsplatte, die hier einfach wie ein Dach quer liegt. Und hier aus hinten in diesem kleinen Spalt wurde ursprünglich die Höhle entdeckt. So, wir sind unterwegs im Jebel Shams Gebirge rundherum und fahren jetzt da mal hoch. So, wir sind jetzt oben angekommen. Ab jetzt geht es weiter auf Piste. Reifendruck muss runter auf der Piste jetzt hier. So sieht das Ganze aus. Einfach eine Offroad-Gebirgsstraße. Also wenn da nass ist, will ich nicht runterfahren. So, das sind Steigungen von ja, 20%. Erster Gang, Motorbremse. Also Untersetzung ist drin und Motorbremse, nicht Motorbremse mag halten. Bremsen selber ist eben nicht gut, weil der 4x4 soll ja wirken, auf allen vier Rädern. Ja, wir schleichen jetzt hier das so runter, damit wir ja nicht zu schnell werden. Hier entlang der Wall of Shadow. Also lieber hochfahren wie runter, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein bisschen Nervenkitzel jetzt hier. Ja, man hört es immer wieder, Motorbremse rein raus. Hier geht es runter ins Tal. Ja, ist nicht ohne. Mal Spitzkehre hier. Gott sei Dank ist der Wendekreis einigermaßen, aber es ist schon echt eng hier. Boah.
Kurve fahren. Jetzt ist rutschig, gell? Da außen ist rutschig. Ich will in den Kreis bleiben. Das trocknet hier auch nicht ab, weil das alles im Schatten ist, gell? So, wir schleichen jetzt hier um die Anal-Kurve rum. Bei ungefähr 20 Grad Steigung. Oh Gott. Also ich habe die Untersetzung drin, also den halben Gang Motorbremse ist voll drin und trotzdem hält er nicht an. Die Tourenzahl geht jetzt sogar nach oben. Es ist extrem steil. Ich klebe fast an der Frontscheibe. Bei schlechtem Wetter haben wir sagen lassen, wird diese Strecke auch tatsächlich gesperrt, weil sie ist richtig gefährlich hier. Und Steigungen von bis zu 25% hat es. Aber dafür natürlich eine gigantische Bergwelt hier um uns herum. So, das ist unsere Route und da müssen wir noch runter in das Tal des Todesschattens irgendwie. Die Straße da unten müssen wir dann noch durch, dann haben wir es mehr oder weniger geschafft, diese steilen Pisten zu überwinden. So, und für Menschen mit Höhenangst ist das auch irgendwie nichts. Leider diese schöne Schutzwelle hier auch wieder weg. So wie hier, da fühlt man sich ein bisschen sicherer. Oh, da ist ein Wasserfall manchmal. Es ist schon gigantisch, diese Natur hier. Ich krieche runter. Ja, hier ist jetzt nicht mehr steil. Ja, bei dieser Bergkulisse, da ist der Camper natürlich eigentlich ein kleiner, aber es ist rough, ziemlich rau. Da hat er irgendwie eingeschlagen hinten gerade. Über eine Kuppe, aber nein, es ist nicht so eng. Ja, breit ist sie nicht die Straße, es wird hier irgendwie auch immer noch schmäler. Und hier an diesen Schattenwänden ist immer leicht feucht der Untergrund. Ja. Enge Kurve. Ja, wieder eine enge Kurve. Jetzt kommt Gegenverkehr, ich hoffe, der bleibt unten.
Weil hier ist gerade so eine S-Kurve. Jetzt geht es hier in lauter schmalen S-Kurven, serpentinenartig hier wieder runter. Schaut mal gegen Verkehr, was hier Gott sei Dank selten ist. Weil viel Platz ist nicht zum Ausweichen, sprich eigentlich kaum. So, schlimmste hinter uns. Wichtig ist, dass ihr den 4x4 arbeiten lässt bzw. bremsen lässt. Also möglichst kleiner Gang, dann halt noch Motorbremse, Fußbremse braucht man praktisch nie, weil das ABS bei dieser Geschwindigkeit nicht mehr funktioniert und da ist schnell mal ein Rad blockiert und dann kann man schnell mal von der Bahn abkommen. Deswegen immer den 4x4 arbeiten lassen. Steil runter, gerade gegen Verkehr entdeckt, sofort halten können, weil hier kann man noch ausweichen. Und uneben auch noch. Oh Gott. Aber nicht schlimm, nicht schlimm. 4x4, der bremst mit der Motorbremse und der mag gerade so halten. Die Fußbremse brauche ich so gut wie nie. Ab und zu rutscht dann halt ein Rad, aber das hat sofort wieder Griff. Verlieren wir wahrscheinlich Bodenhaftung mit einem Rad hier mal kurz. Ja. So, letzte, vielleicht letzte enge Stelle, aber das geht auch für einen Truck mit 2,5 Meter Breite, weil die Straße hat sicher 3 Meter, also nur Probleme. Großes Dorf. Ja, da denkt man, es geht jetzt dann nicht mehr so steil runter und dann kommt eine Kuppe und schon geht es wieder Vollgas runter. Und richtig, und noch Gegenverkehr, das auch noch. Ja, der hat zwar so Zugriff jetzt nicht gemerkt, aber wir sind halt größer, stärker und kommen von oben. Jetzt muss er da irgendwie auf die Seite. Freundlicherweise macht er Platz. Geht das? Oh, das wird knapp, oder? Schauen wir nicht. Tja, da krebsen wir jetzt hier außen rum zwischen Felsen und Bäumen, die eigentlich viel zu niedrig sind, aber hilft nichts, wir müssen da durch. Welche kratzen wir? Der linke kratzt mir, ne? Egal, beide kratzen. Tja, von wegen, das war schon das Ende, man soll den Tag nicht loben, bevor man im Tal ist, oder? Hier hätte er wenden können. Ja, es geht also noch ein Stückchen weiter runter. Das Ziel ist das Snake Valley, wo wir dann übernachten. So, jetzt sieht doch schön aus hier. Schon schräg, aber von oben hat es schlimmer ausgeschaut als ich. Aber jetzt geht es aber. Oh Mann. Starke Steigung, Kuppe und gleich Kurve und ganz eng. Oh Mann. Da sind ein paar rumgehoppelt. Man sieht es da mit den Wellen. Haben schnell noch gebremst um die Kurve. Aber es ist täuscht, es ist gar nicht so steil. Naja. Also,
Ich weiß jetzt nicht, René, ob das jetzt so einfach war. Das war. Wir springen. Das waren diese Bodenwellen. So, jetzt ist da, die Kamera wieder gerade. Das waren die Bodenwellen. Das hat die Reifen, die Bodenhaftung hat da aufgehört und dann. Manchmal ist die Straße so schräg, dass wir uns festhalten müssen. Hier. Zwischenstopp im Wadi, aber hier ist ein Kabel. Hier geht es jetzt tatsächlich mal nicht weiter. Dafür gibt es da hinten einen Wasserpool. So, ich habe einen neuen Freund, der mir immer nachläuft. Da. Also, er hat, glaube ich, gefallen an mir. Aber jetzt gehen wir mal da in dieses Wadi hinein. Da kommt das Wasser runtergedonnert. Aber jetzt nicht. Mein neuer Freund sucht sich seinen eigenen Weg zu mir nachfolgen. Tja, der weiß, was durchgeht. So, wunderschöne Lagune hier. Mit Durchgang sogar. Hallo? Also wunderschön. Jetzt werfen wir einen Blick in die Schlucht. Da können wir nach hinten schwimmen, wenn man will. Wow. Tja, jetzt wird die Landschaft ja auch wieder nochmal richtig schön hier. Mit Wadi und Palmen. Meine Abhang. Boah, sehr schaurig. Ja, aber liebe. Jetzt gehst du auf. Mitten in den Bergen ein Fußballfeld. Das ist sogar auf der Karte eingezeichnet. Ich meine, da hat es kein Dorf, nichts. Also die Piste sind wir gekommen und bis da hoch, bis zur Spitze verläuft die Straße. Und jetzt machen wir einen Abstecher zu unserem Schlafplatz. Das ist aber eine Sackgasse, wir müssen wieder zurück. So, hier ganz schön enge Stelle. Da ist ein Felsvorsprung. Ja, toll. Ja. Ist gut. Also irgendwo versteckt in der Bergwelt ist ein Dorf, eine Oase. Hier unten im Tal in Balizeid haben wir neben der Moschee gerade noch so parken können im Flussbett. Und hier hat es überall wunderschöne Reis- und Getreidefelder. Wanderwegsbezeichnung hier. Die gibt es überall, auch im Oman. Und eigentlich gibt es viele Wanderwege. Und dann hier der nächste. Da kann man sich eigentlich gar nicht verirren. Und hier geht es durch den Palmenhain. So, so schön am Morgenspaziergang. Ja, hier scheint die Welt noch echt in Ordnung zu sein. Man hört ein paar Hühner, Wasser plätschert, Menschen arbeiten auf den Feldern. Und es ist richtig friedlich. Ja, hier heißt es wohl, wo kein Weg ist, da ist eine Brücke ins Haus. Ja.
Wir leben sie alle auch im Dorf, die Tiere. Und die gucken mich gerade an, als ob ich hier das achte Weltwunder wäre. So, das war es wieder von mir. Und wenn ihr denkt, oh, das war dann schlimm, dann sage ich euch, nächstes Video wird noch extremer, denn es geht noch schlimmer. Weil dann sind wir wieder hoch und dann noch was anderes haben wir gemacht. Ja, ihr seht es dann. Okay, dann danke fürs Zuschauen und wie immer Daumen hoch. Und bis bald. Tschüss.